Herzlich willkommen bei Orca Chess. Heute spielen wir das Rematch gegen Ledator. Ich bin gespannt, wie das hier alles ausgehen wird. Dieses Mal spielen wir keine Schnellschachpartien, sondern schnelle Blitzpartien. Da muss ich mal hinten mal schauen, ob ich hinterherkomme mit dem Kommentieren. Und genau, dieses Mal haben wir auch hier ein Highlight, also das erste Mal quasi aus dem Orca Schiffscontainer wird hier die Aufzeichnung gemacht. Ich würde sagen, genug der Worte. Weiß beginnt. Ich eröffne mit E4. Auch noch wichtig anzumerken ist, also wir spielen hier vier Partien und derjenige, der die meisten Partien aus den vier Partien gewinnt, gewinnt das Rematch. Ledator versus Orca Chess. Ich vermute mal, dass Redator hier auch quasi anmoderiert und noch ein paar Worte verliert zum Schachmatch und in jeder Sekunde mit Schwarz erwidern wird. Okay. Er wählt die französische Verteidigung. Wir spielen einfach mal Dame E2 und schauen, was da passiert. Okay, jetzt kommt der zurück. Ich spiele jetzt mal E5. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Jetzt mit Springer F6. Aber spielen wir einfach mal Springer F3. Ist auch eine Nebenvariante. Beim Blitzen muss man natürlich auch aufpassen, muss man ein bisschen schneller ziehen und den Gegner auch zeitmäßig unter Druck setzen. Spielen mal C4, sieht eigentlich auch recht. Okay, ja, Springer B4. Springer B4 sollte man ein bisschen aufpassen. Wegen der Gabel auf C2. Aber das sollte ich mit D4 erwidern können. Okay, er spielt so einen Aljechin-Approach. Okay, spiele ich jetzt D4 oder lasse ich alles so, wie es ist? Oder spiele ich sogar D3? Spielen wir mal D4. Bei dem Zug bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. D4 sieht irgendwie schon komisch aus. Aljechin mit Dame E2. Wenn ich jetzt hier irgendwas in irgendeine Zugumstellung getrickst worden. Ich stelle natürlich die Frage, was sind jetzt die Vorzüge von Dame E2? Also die Dame verstellt jetzt so den Läufer. Der Läufer hat jetzt auch schon mal bessere Perspektiven gehabt, wie eine Dame, die direkt diagonal davor steht. Okay, D5, das spielt mir meine Karten. Jetzt kann ich die Stellung schließen und das sollte eigentlich angenehm sein. Also die ursprüngliche Eröffnung ist ja auch der königsindische Angriff und das ist auch im Sinne des königsindischen Angriffs so zu spielen. Ich spiele mal B4 und versuche die Stellung komplett zu schließen. Er lässt es zu. Auch spannend. Also ich hätte jetzt auch ein bisschen erwartet gehabt mit B6, A5 mit so Hebeln, aber jetzt haben wir erstmal richtig viel Zeit. Wir können unsere Figuren entwickeln und dann ganz langsam am Königsflügel angreifen. Okay, jetzt spielen wir mal den. Schon mal prophylaktisch gegen A5, dass wir auf A5 mit Läufer B2 zum Beispiel oder Läufer reagieren können, dass die Stellung auch geschlossen bleibt. B5 wäre auch interessant gewesen, der Stellung, muss man auch sagen. B5. Warte mal, B5. Oh. Wenn er den nimmt, kommt C. Nee, C6 geht noch gar nicht. Ich sehe jetzt gerade ein bisschen Gespenster. Oh. Okay, gut, das darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Oh je. Oh. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir eine Qualität down. Oh mein Gott. Und das mit Weiß. Gut, die Partien haben jetzt nicht mehr ganz die Qualität wie die Schnellschachpartien. Man merkt, bei kürzerer Bedenkzeit muss man aufpassen. Also wirklich, aus dem Schach ist es auch wichtig, also nachzudenken, bevor man zieht. Eigentlich ist es logisch, aber manchmal hat man es auch das nicht ganz im Griff. Okay, er schließt die Stellung wieder. Okay. Das ist eine Strategy dieses Mal. Keine offenen Stellungen gegen Orca Chess. Puh. Wie? Okay, er möchte jetzt vielleicht F4 spielen. Und so ein Ärgern. Decken wir mal den Springer.
Läufer C3, jetzt greifen wir die Dame an. Okay, muss es hier fair sein? Die Stellung ist technisch ist es fa fast schon verloren für mich. Jetzt müssen wir es ihm aber trotzdem so schwer machen, wie es irgendwie nur geht. Die Frage mit F4 wäre nicht toll, wenn ich F4 hinkriegen würde als Zug. Dann mache ich mal den und spiele dann F4. Dass da nichts irgendwie mit F4 von ihm auskommen kann. Ich habe die Frage, ob er sie schon opfern kann auf C5. Das ist auch sowas, gell? Das ist natürlich gut. Ah, wenn ich dann die Diagonale aufmache, geht es vielleicht erst recht, gell? Mit diesen F5-Sachen. Riskieren wir es trotzdem. Okay, jetzt kommt der Turm rein. Spielen wir mal den. Und da ist ja gefesselt, der Springer da hinten. So, er hat keine. Er kann nicht eindringen mit seinen Figuren, sehe ich das richtig? Oh, der Springer hängt doch, oder? Was ist da los? Der Springer hängt doch, oder? Ich erwarte das gar nicht, dass einer eine Figur einstellt. Gut, den Springer kann ich nehmen. Okay, jetzt stehen wir wieder, okay. Jetzt ist die Stellung wieder okay. Jetzt müssen wir einfach unsere Figuren auch zusammenhalten. Puh, Läufer A5 ist das stark. Läufer A5 forciert einen Damentausch, sehe ich das richtig? Okay, mit Läufer A5 machen wir es uns relativ einfach, weil wir jetzt hier quasi auch ein bisschen Material ausdünnen können. Müssen natürlich immer noch brutal aufpassen. Und dann jetzt langsam diese Leichtfiguren da unten zu koordinieren. Koordinieren. Genau, jetzt geht das jetzt alles. Genau, jetzt greifen wir mal den Turm da an. Und bringen jetzt hier unsere Leichtfiguren rüber. Das sollte eigentlich gut klappen. Also Springer B4 schon ziemlich unangenehm. Für Schwarz, weil der C-Bauer muss gedeckt werden. Das ist nicht angenehm. Jetzt bringen wir den nächsten Springer und möchten mit Springer A5 zweimal den angreifen. Das auch nicht gerade angenehm ist. Okay, den versuchen wir jetzt einfach mal mit dem Läufer zu halten, prophylaktisch. Um so diesen Druck dort auszugleichen auf dem F-Bauern. Ich spüre, das wird eine Zeitnotschlacht werden hier. Das ist bei Blitzpartien immer so der Fall. Okay, da muss man wirklich schnell spielen. Okay, jetzt möchte er da hinten eindringen. Gut. Nehmen wir mal so. Ah, okay, das ist natürlich. Okay, ich sollte ihn nicht reinlassen. Wir lassen ihn nicht rein. Er darf da nicht eindringen. Wenn er da eindringt, dann steht er auch schnell wieder ziemlich gut. Er hat mehr Zeit als ich. Dafür hat er die schlechtere Stellung. Also es ist fair. Gut, vielleicht könnte man mal den Läufer hier tauschen. Und der C-Bauer ist sehr gefährlich. Also wenn der C-Bauer anfängt zu laufen, hat er ein echtes Problem. So, spielen wir mal den. Ah, jetzt müssen wir mit dem C-Bauer anfangen. So. Ah, Springer G6, meine Güte. Das ist natürlich gar nichts. Jetzt ist es Freestyle. Jetzt ist es komplett Freestyle, die Stellung. Also das kann ich schwer einschätzen. Okay, der Bauer ist gefährlich. Das ist ein Fakt. Der Bauer ist brandgefährlich. Also wenn der Bauer durchläuft, wird er zur Dame und das ist ziemlich unangenehm. Und jetzt ist der Bauer durch. Und das ist die Partie. Außer ich setze den Patt. Okay. Partie 1. Also es war ein Cliffhanger. Also erstmal eine Qualität eingestellt, was natürlich gar nicht passieren darf. Und dann das Glück gehabt, dass er sich revanchiert hat und einen Springer auf A6 zurückgegeben hat. Okay, auf zur Partie 2.
Schauen wir mal, okay, wir spielen mal einfach mal E5 und versuchen da symmetrisch gegenzuspielen. Ich springe F3. Jetzt kommt der Spanier. Okay, jetzt spielt man so. Interessant. Okay, warte mal, wie spiele ich jetzt? Ich spiele mal so. Okay, also ich habe jetzt das genau. Es ist einfach eine ausgeglichene Stellung. Hast Material ausgedünnt, also wenn er hier abtauscht. Ausgeglichene Stellung nach 7 Zügen ist okay für die schwarzen Steine. Die Frage, spielt man jetzt hier A6? Spiel mal A6, oder? Das müsste eigentlich okay sein, oder? Wenn man da ins Endspiel geht in der Stellung. Gerade auch mit dem Läuferpaar, das müsste eigentlich ziemlich angenehm sein. Vielleicht sogar ein leichter Pluspunkt für Schwarz. Okay, natürlich geht er nicht in dieses Endspiel. Springer E5. Was sieht jetzt irgendwie angenehmer aus? Springer E5 oder Springer A5? Ist halt jetzt eine Blitzpartie. B5 sieht. Ah, kommt A, ah, dann kommt dieser Läufer D5 zu, gell? Ist natürlich auch so ein Ding. Weiter Springer E7 gar nicht so doof. Mit der Idee, das Feld D5 temporär zu kontrollieren. Okay, gut. Man merkt, so richtig schlau war das nicht, den Zug hier zu spielen. Aber gut, ich kann ja noch den spielen. Problem ist Springer D5, das ist ein großes Problem. Und G5 sollte man, eigentlich sollte man G5 nicht machen, weil das die Königssicherheit schwächt. Aber in dem Fall ist es einfach wichtig, diese Fessel aus der Stellung rauszunehmen. Okay. C5 sieht stark aus, oder? C5 sieht gar nicht schlecht aus. Einfach mal Druck gegen den weißen Läufer machen. Was ich merke schon, also so Blitzpartien, das ist nicht ganz so entspannt. Also das gleich Action von Anfang an, Zeitdruck, schnelle Entscheidungen, schnell spielen. Bleibt gar nicht so viel Zeit, tief zu analysieren. Okay, jetzt geht er auf meinen Turm. Wenn ich den schlag, dann hat der Springer ein schönes Feld. Aber dafür habe ich das Läuferpaar. Ich könnte jetzt natürlich auch erstmal Turm A7 spielen. Macht das Sinn? Turm A7. Machen wir mal Turm A7. Ich sehe jetzt eigentlich. Habe ich jetzt wieder was eingestellt? Nee, habe ich nicht. Ich habe gerade gedacht, mit Läufer B8 hätte ich wieder was eingestellt, aber ich habe nichts eingestellt. Weil ich erstmal zwischentauschen kann auf D5 und dann danach wieder mit dem Turm ziehen kann. Er kann den Turm hier nicht nehmen, nach Läufer B8. Okay, jetzt macht er den. Wahrscheinlich auch ein ganz seriöser Zug, wenn man es so sieht. Der ist schon seriös, der Zug. Dann tauschen wir jetzt hier mal den Läufer. Gut, es läuft jetzt gerade nicht so wie geplant. Das muss man wirklich mal hier festhalten. Ich spiele erstmal den. Blitz Games. Dame D6. Gut, aber noch ist Polen nicht verloren. Wir haben hier noch das Läuferpaar. Das berüchtigte Läuferpaar. Und das müssen wir jetzt so aktiv wie möglich einsetzen. Okay, ich spiele mal Turm C8. Versuche mal einfach mal Traumschach zu spielen. Turm C8, Turm C4 und dann Turm H4 und dann irgendwie matt setzen. Hoffentlich klappt es. Kann ja auch einen Doppelbauer machen, also strukturell ein bisschen spielen, aber das ist mit der Qualle weniger natürlich auch nicht so. Turm D4 ist natürlich auch wieder ein Zug. Nicht so angenehm. Was spielen wir jetzt hier?
Was spielen wir jetzt hier in der Stellung? Okay. Schon live E5. Oh je, Dame F5 ist auch schon gefährlich. Der Läufer spielt auch nicht so richtig mit hier hinten. Das ist ja der entscheidende Moment. Okay, jetzt möchte er mit dem Turm da eindringen. Das ist auch logisch. Das so zu tun. Also wenn ich jetzt hier da einfach reinballer. Das wird nicht gut ausgehen, oder? Die Frage, was habe ich für große Alternativen, gell? Turm F4 vielleicht noch einfach mal auf F2 ein bisschen was drohen. Der Läufer auf B7, das ist einfach, der ist nicht aktiv. Das ist ein kleines Problem. Eine Minute Zeit. Okay, das ist Partie 2. Der Springer ist natürlich jetzt auch eine gefährliche Figur für mich. F3 ist stark, okay, F3. Ah, F5 habe ich noch. Okay, F5 ist spannend. F5 macht das Ganze noch ein bisschen spannend. Okay, spielt denn gar nicht. Opfert den Bauern da hinten. Okay. Ist das gut, dass er den opfert? Nimmt, Springer nimmt. Drohen wir nochmal auf F2. 36 Sekunden. Lass mir ihn Schach geben. Interessante. Oh, jetzt wird's heiß. Jetzt wird's kompliziert. Das ist eine sehr komplizierte Stellung. Ah. Das ist eine sehr gefährliche Stellung auch. Kompliziert und gefährlich. Ich sollte so schnell wie möglich Läufer D4 spielen. Wow, das war wirklich knapp, hey. Das war knapp, also bis zur letzten Sekunde gefightet. Partie 3. E4, okay, jetzt kommt wieder dieser Franzose. Was habe ich vorher falsch gemacht? Spielen wir jetzt einfach erstmal mit D3, komm. Oh, D5 kommt direkt. Ich will jetzt Dame E2.
Na komm, spielen wir jetzt den königsindischen Angriff. Ja gut, das waren jetzt, muss man sagen, das waren wirklich Partien, das. Ja. Also ich, wenn man da viel Zeit hat, dann ist es echt kritisch. Ja. Dann kann man das konvertieren. Aber im Blitzen ist halt immer so, ist immer ja, Aktivität, wenig Zeit und komplexe Stellung. Ist dann alles doch nicht ganz so einfach. Okay, der ist stark. Das ist ein Zug, das spielen viele Großmeister B5 gegen königsindischen Angriff. Also der ist wirklich stark. Verhindert einfach auch diese C4 Sachen, die ich eigentlich gerne spiele. Kann ich jetzt nicht machen, finde ich schade. Spielen wir jetzt mal den. Spielen wir mal A4 und versuchen das Ding quasi über A4 aufzurollen. Wenn der kommt, kann ich jetzt hier ein paar Figuren tauschen. Und dann eigentlich ganz interessant über Springer A3 versuchen, auf B5 zu drücken. Wahrscheinlich auch eine ziemlich komplexe Variante. Oder, also eine komplexe Idee. Und ich finde, als Weiser kann man das auf jeden Fall gut spielen. Ja, ist die Frage. Okay, jetzt kommt Dame A5 einfach. Schieben wir jetzt mit C3. Also normal ist B4. Warum ist das nicht der normale Zug? Stellt sich natürlich die Frage, gell? C3, Läufer D2, bringt das einen Mehrwert? Macht einfach B4, oder? Okay. Was ist, wenn ich jetzt. Okay, ich kann zum Beispiel C4 spielen, oder? Genau, C4 ist ganz, ganz okay. Jetzt kann ich aber den nehmen und E6 spielen, oder? Ich schlage hier und spiele E6 und stehe eigentlich ziemlich gut, oder? Spielen wir einfach mal. Jetzt kommt Springer F6. Das könnte ich auf F7 nehmen. Dann kommt wahrscheinlich Turmschleicht F7. Dame E6. Und es droht Springer G5. Ist das gut? Das ist aber wieder so eine Stellung, wo man halt richtig präzise eigentlich spielen sollte. Stellung, die verlangt Präzision. Muss man schon sagen, ja. Gut, aber das Schlagen ist einfach nur logisch, oder? Einmal schlagen ist logisch, hat er auch schon Pre-Move drin. Springer G5 ist auch sehr logisch. Einfach Springer G5 und dann Dame E6. Das ist deutlich stärker. Genau, der Läufer spielt jetzt auch mitterweise. Und das ist eine Verbesserung, genau. Also das Schach hier. Dann wird schon gefährlich mit Springer F7. Aber es gibt auch so einen Spruch vom Emanuel Lasker, der hat gesagt, quasi wenn man einen guten Zug gefunden hat, also zum Beispiel Springer F7, deine Qualität gewinnt, sollte man immer noch nach einem besseren Zug schauen. Und das lohnt sich eigentlich häufig, das zu tun. Aber ich sehe jetzt eigentlich nichts Besseres. Oh, doch, ich sehe auf jeden Fall einen besseren Zug. Also es hat es gut getan, einfach mal hier eine Denkpause einzulegen. Springer F7 ist nicht gut, weil er dann einfach rausschlagen kann. Ich schlage mit der Dame raus und dann hängt mein Turm hier hinten. Das heißt, das ganze Ding geht gar nicht, weil der Turm nicht gedeckt ist. Also das ist natürlich essentiell. Da hätte ich jetzt, oh je, also solche Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr auch ab und zu mal so einen Quatsch macht im Schach, wie ich jetzt hier fast gemacht hätte, aber ja, das heißt nichts umsonst. Im Schach kann alles passieren. Also ich kann da jetzt einfach nicht, ich kann das gar nicht spielen, weil ich das spielen will. Ich muss erstmal den Turm aus der Gefahrenzone ziehen. Jetzt kann Läufer, nee, Läufer C8 kann er nicht spielen. Aber er kann halt H6 spielen, dann König H7. Oder? Oder kann er es nicht? Kann er jetzt einfach H6 spielen, dann ist die Stellung wahrscheinlich ungefähr sogar ausgeglichen.
Läufer C8 kommt. Dann kann ich aber den nehmen, oder? Auf C6. Oder ich den nehme ich jetzt. Übersehe ich was? Ach, Läufer D7 ist die Dame nicht weg. Da habe ich noch Dame B7, oder? Okay, Läufer G4. Läufer G4, okay. Soll ich jetzt F3 spielen oder da? Oh, nur noch eine Minute. So, Läufer F3. Gut, Läufer F3 sieht so komisch aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gesund aus. Aber F3, dann steht der Läufer irgendwie verstellt. Wahrscheinlich ist F3. Ah. Schwierig, gar nicht so einfach. Kann ich jetzt hier einfach nicht, kann ich jetzt, ich nehme jetzt den raus, komm. Greif den an, wenn er den klatscht, klatsche ich den. Okay, was ist das? Jetzt habe ich hier Abhängigkeiten. Der Turm ist jetzt angegriffen. Ich kann jetzt einfach B3 spielen, oder? Und diese Connection. Kann ich B3 spielen? Oh, wenig Zeit. Nein! Not enough time. Läufer F4 sieht nach einem logischen Zug aus. Einfach mal diese Turmlinie verstellen. Genau, G5 kann gar nicht gut sein, wegen Läufer G5. Läufer E5 Schach und fast matt. Genau, als nächstes ist wahrscheinlich angebracht, dann zum Beispiel Springer C4. Okay, jetzt kommt der. Ich muss auf meinen Turm aufpassen, also ich muss da bleiben. Dame D3 wäre stärker gewesen. Okay, ich muss jetzt versuchen, die Damen zu tauschen. Ich habe eine Figur mehr. Ah, der doofe Turm. Der eben angegriffen ist, 30 Sekunden. Das ist nicht viel. Okay, Springer rein. Springer E6. Okay, jetzt können wir nochmal. Ah, Läufer H6 sieht ziemlich dangerous und ziemlich gefährlich aus. Okay, jetzt kommt der. Schach. Jetzt wird der Turm angegriffen. Verflixte. Jetzt müssen wir wieder rausziehen aus dem. 18 Sekunden. 18 Sekunden. Ich droh gar nicht matt da unten. Das ist auch ein Problem. Das ist alles gar kein Checkmate. Ich sehe auch gar kein Matt. Das ist echt. Das ist kein Schachmatt. Oh oh. Oh. Nein. Nein, komm. Oh. Bleibt spannend. Ah, das war jetzt auch wieder so ein Rebound. Also erstmal, ja, die Zeit spielt einfach eine Rolle im Blitzen. Und nicht Weiß setzt Schachmatt, Ledator setzt Schachmatt. Okay, auf zur letzten Partie. Hui. War es auch eine Zuschauerfrage?
Also für die Kommentare, also er hat das richtig beantwortet. Also vielleicht werden auch mehrere die Lösung auf diese Frage kennen. Der bekommt eine kleine Überraschung. Die Frage lautet wie folgt: Ist ein Orca ein Säugetier oder ein Fisch? So, jetzt haben wir das Läuferpaar. Das müssen wir im Läuferpaar das Ding nach Hause bringen. Also man sieht, okay, Matchverlauf. Es steht 2-1 für mich. Remis würde reichen quasi für ein Matchgewinn, aber trotzdem ist natürlich wichtig, damit einfach das ganze Ding hier spannend bleibt, auf Gewinn zu spielen. Nämlich dann ja, dann bleibt spannend. Wenn Ledator jetzt gewinnt, dann ist es ein Remis. Dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal ein Rematch. Aber ich vermute, dass wir sowieso nochmal ein Rematch spielen werden. Das haben wir eigentlich auch noch gar nicht abgesprochen, ob wir nochmal ein Rematch spielen. Also vielleicht ist es das Last Game. Aber ich vermute mal nicht. Okay, Rochade. Glaube, D6 ist schon logisch, oder? C5, ist es logisch? Läufer E6 oder Turm B8, A5. Die Frage, ob man Fianchettiert oder dann kommt Spiel mal A5. Ich möchte einen Turm auf nach B8 stellen. Und dann Damenflügel irgendwie Druck zum. Ah, es kann Läufer D4 spielen, gell? Wahrscheinlich ist C5 der korrektere Zug. Einfach um das zu verhindern. Okay, jetzt macht er den Läufer H6. Okay. Schon mal den. Gut, er wird mit F4 spielen. Das ist ziemlich. Das ist gar nicht einfach jetzt. Spielt er B3. Spiel mal Läufer A6. Genau, wenn er das Turm E1 spielt, ist F4 nicht mehr ganz so stark. Spielen wir jetzt mal Turm E8. Ja, der A5-Bau ist jetzt halt eine Schwäche. So muss man auch sagen. Deswegen zentralisieren wir mal die Dame. Dass die auch ein bisschen aktiver steht. Okay. Wie spielt man jetzt diese Stellung? Spielen wir mal den. Machen wir auch mal ein bisschen Druck am Königsflügel. Ah, jetzt kann die Damen tauschen. Okay. Ist gut, hier ein Endgame zu gehen. Das spielt A5. Mach mal den. Hat es auch nicht. Auch wie, der Springer. Ist der Springer eine gefährliche Figur in der Stellung? Ist der gefährlich? Springer D4. Gehen wir jetzt hier mal in das Endspiel. Okay, Endspiele sind. Ich glaube, das ist Ledator stark. Trotzdem lassen wir uns mal drauf ein. Unser König ist ein bisschen aktiver. Dafür haben wir hier quasi eine strukturelle Schwäche. Gut, jetzt hat er einen Freibauer, aber dafür habe ich jetzt Druck am Damenflügel. Ist die Frage, was jetzt hier mehr wert ist. Dieser Freibauer am Damenflügel oder der Druck quasi. Die Schwerfiguren von mir stehen optimal und drücken gegen seine Bauern. König aktivieren. Greifen wir mal den an. Gehen auch mal noch mal einen Schritt nach vorne. Ist auch die Frage, wie man hier Fortschritte macht. Gell?
Kann auch F4 spielen vielleicht mal. Wow, nicht einfach. Also er kann nicht B4 spielen, weil ich einen Zwischenschach geben kann. Oder kann spielen, aber es ist, ich verliere kein Material, sag mal, so kann man es ausdrücken. Ausdrücken. So. Schwierig, schwieriges Endspiel. Difficult. Kann ich jetzt in den König da rein und versuchen, diese Bauern da unter Druck zu setzen? Oder ist es einfach zu viel Risk in der Stellung? Ich habe einfach mal Schach, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Okay. Was ist, wenn ich jetzt einfach den Bauern angreife? Jetzt möchte jetzt hier seine Linien öffnen für seinen Turm. Und dann unten eindringen. Genau hier. Streamer, das lassen wir nicht zu. Streamer D5. Ich will nicht, dass man da, also da eindringt. Er braucht jetzt natürlich auch gefährlich. Jetzt hat er auch hier eine Majorität. Also wenn er jetzt irgendwie diese Bauern ins Rollen bringt, kann es da auch zu Gegendrohungen kommen. Es gibt auch noch einen entfernten Frei. Boah. Das ist kompliziert, ey. Lass uns mal drauf ein. Keine Ahnung, ob ich hier irgendwie mit diesen Bauern Gewinnchancen realisieren kann. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Okay. Welchen tauschen wir jetzt? Ich glaube, den tauscht man, oder? Den tauscht man. Und dann greife ich den an. Und dann gehe ich meinen König rüber. Zu dem Bauern hier. Wenn er, ja, genau so macht man es, oder? Genau. Und wenn er es hier nimmt, kann ich hier mit Schach schlagen und den Bauern auf C7 halten. Und ich habe noch die Opposition mehr Aktivität. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Also es ist ein vorteilhaftes Endspiel jetzt für Schwarz. Okay. Ist halt auch gefährlich jetzt, also Aktivität. Warte mal, soll ich jetzt den Bauern nehmen oder Opposition? Schach. Okay, das Einfachste ist, hier den Bauern zu decken und dann den hier mitzunehmen, denke ich. Okay, jetzt kann ich einmal in die Opposition gehen. Und Mattron. Okay. Gut, es ist Schachmatt. Hey, das waren wirklich spannende Partien. 3-1 ist es ausgegangen, also viele Fehler, also ganze Blunders, also von beiden Seiten, also beide Spieler sind immer wieder zurückgekommen in die Partie. Ich habe das Gefühl, also Blitz ist ganz anderes Terrain im Schach und auf jeden Fall steht da nochmal ein Rematch aus. Wenn ihr ein Rematch möchtet nochmal, also Orca Chess versus Lidator, schreibt in die Kommentare. Ich würde jetzt mal nach Hause gehen und hier den Schiffscontainer verlassen. Bis zum nächsten Mal bei Orca Chess.